Ist das Sabotage auch nicht mehr das, was es mal war? Ah, jetzt haben wir es aber. Okay. Exekutieren Sie ihn mit einer Nahkampfwaffe. Ist das auch von Tony Rosato? Okay, wir können ein Capo von ihm ausschalten. Aber auch nur in New York. Heißt, wir müssen sowieso erst nach draußen. Also wir müssen sowieso erst wieder hier weg. Gucken, wie läuft denn der Kampf in New York gerade? Das ist dieses lustige Strategiespiel hier. Jetzt muss man gucken. Die kämpfen immer noch. Sind nur noch drei Männer von ihm. Zwei gemachte. Ist da was? Ich traue dem Braten nicht. Weißt du was? Ja, und jetzt. Du gehst da, fährst da auch noch hin. Ja, das ist noch. Hier, Wiederaufbau erst in 6 Minuten. Jetzt bräuchten wir eine Gefälligkeit, aber haben wir leider nicht. Okay. Jetzt sind wir nur noch mit Bilbadi, unserem Capo hier. Mitkommen! Bilbadi, wo bist du? Da ist er. Unser... Oh, oh, oh. Weitere Killbedingung. Sammeln Sie Autos oder was? Eigentlich müssen wir ja Geschäfte einnehmen, ne? Hast du Rauls Novia gesehen? Ich glaube, nee, komm, dann lassen wir das mit den Killbedingungen. Aber wir brauchen Waffen. Das ist... bisschen blöd geregelt. Haben wir in unserem Versteck wo Waffen? Mal kurz gucken. Da vorne ist unser Versteck. Und fahren wir da jetzt, oder laufen da mal hin und gucken ein bisschen. Weil Waffen, guckt euch das an, damit könnten wir nicht mal einen Kindergarten überfallen. Das ist heute wohl zu Ende. Okay, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Und dann kümmern wir uns um die, um mal ein Kartell der gegnerischen Familie. Ich glaube, wir nehmen die kleinsten. Weil die größeren, das wird sowieso noch viel zu schwer. So, das war ein schöner Fußmarsch. So. Wenn jetzt hier keine Waffen sind, dann habe ich ein Problem. Halleluja. Sauber. Die Deponie haben wir übernommen. Alles voll. So muss das. Jetzt können wir Geschäfte übernehmen. Ich wusste doch, dass hier was ist. So, und mit Bilbadi gehen wir jetzt mal auf Streifzug. 3 von 3. Nein. 4 von 4. Nein. Ach, als ob das Anwesen. Es gehört uns. Glücksspielkartell. 1 von 4. Wo ist denn das nächste Glücksspiel? Ich glaube, Brandmunition kriegen wir dafür. Okay. Das nächste ist hier. Größere Magazine. Mal eben kurz gucken. Mehr. Glücksspiel. Ach so, die anderen beiden, die sind noch gar nicht, die sind noch gar nicht freispielbar. Das heißt, die sind in Kuba. Okay. Ich brauche Ihr Auto. Heilige Scheiße! Wenn deine Scheiße heilig ist, ist doch schön. Ach, man. Ihr geht mir auf die Eier. Mann. Frau. Okay. Nein, ich muss aufhören. Dominik, lass mich ans Steuer! Ich darf mich hier nicht aufregen. So. Dann kümmern wir uns jetzt um das Glücksspielkartell. Dann müssten wir das eigentlich auch haben. Weil es halt nur zwei Geschäfte sind, die frei sind. Die anderen sind noch gesperrt. Ja, doch, das müsste dann passen. Oh, sagt er, da vorne ist ein gemachter Mann. Oder wie, oder wo, oder was? Korrupte Polizei zurückpfeifen. Schnellerholung. Nee. Nee, nee, wir machen mal lieber. Oh! Die Karre kann man gleich wegschmeißen. Oh, und da liegen die Einzelteile noch auf der Straße. So, wollen wir mal gucken, dass wir das jetzt hier auch schön locker über die Bühne kriegen. Wir gehen mal hinten rum.
Ob wir hier was ausschalten können. Aber wir haben keinen Ingenieur bei uns, ne? Haha! Heute ist mein Glückstag. Das ist einer dieser Das habe ich doch, glaube ich, im ersten oder im zweiten Part mal gesagt. Das ist einer dieser besonderen Männer, die man so gut wie nie findet, die schon zwei Fähigkeiten haben. Weißt du, wer ich bin? Dann weißt du sicher auch, warum ich hier bin. Ich bin der Beste. Wenn du mir nicht glaubst, hör dich doch um. Also, erzähl mir deine Geschichte. Ich sag's dir ganz offen, ich bin ein Liebhaber, kein Kämpfer. Aber zwei Dinge liebe ich besonders. Frauen und Banküberfälle. Kennst du ein paar gute Tricks? Ich knacke jedes Schloss. Groß, klein, egal. Ich krieg alles auf. Er ist ein Experte, was die Waffenlizenz angeht. Er hat Safeknacker und Ingenieur, den holen wir uns auf jeden Fall. Du lässt mich wirklich mitmachen? Ja. Ja, du bist unser Mann. Willkommen in der Familie. Sauber. Dann haben wir ihn jetzt auch in der Familie. So. Also ist ein Experte offiziell. Ich hoffe, dass das stimmt. Und das testen wir nämlich gleich. Das war sicher nur ein Missverständnis. Welchen Teil von Verschwinde, ich will dich nie wieder sehen, hast du? Ich sehe ziemlich scharf aus, findest du nicht? Scheiße, er ist hier! Was soll der? Gehen die hier von unten? Nicht schießen damit! Hier sind nur noch wenige. Weg mit der Kanone! Sachbeschädigung, aha, das ist die Schwachstelle. Sauber. Freund der Nacht, wo ist er? Hier ist keiner. Das kann alles nicht sein. Fuck. Scheiße, Maria, weg damit! Er sucht. Puta madre! Cuidado! Steck das Ding weg! Leg ihn um! Vorsicht! Ärger im Anmarsch! Ich sehe einen da drüben! Die Säcke haben noch kugelsichere Westen. Weg damit! Er hat eine Waffe! Mortal Bastard! Ich bin getroffen! Bastard! Ich hab... Steck sie! Oh, Scheiße! Tun Sie mir nichts! Du hast mich angeschossen! Nimm die Waffe! Da. So, mein Freund. Jetzt wird erstmal Tacheles geredet. Tja. Der da hat das Sagen. Dann. Das wird sicher lustig. Was können wir noch kaputt machen? Ein Kinderspiel, Dominik. Ich mach den Safe für dich auf. Keine Ahnung, was das kostet? Okay, Sie meinen das ernst. Nicht schießen. Okay, mit 1300 kann ich leben. Es komm. Ist bald vorbei. Ich will einen Anteil an allen Geschäften, die hier laufen. Kapiert? Okay, das Geschäft gehört Ihnen. Aber vermasseln Sie es nicht. Nein, nein, schon alles in Ordnung. Los, okay, Boss. Los, knack das Ding. Und jetzt erstmal die Wachen wieder hier schön einteilen. Hier nehmen wir 7. Jetzt müssten wir eigentlich auch das Kartell haben, oder? Ich hatte es fast. Nicht und schlecht. Natürlich sind sofort zwei weitere von diesen Hampelmännern hier, die wir über einen, also die wir in unsere Familie holen können. Tun Sie mir nicht weh. Wieder 2500. Jetzt, wo wir das Geschäft haben, müssen wir es auch schützen. Alles wie immer. Können wir jetzt jemanden anrufen? Hätte doch was. Ich verschwinde von hier. Nein, kein Telefon oder sowas klingelt. Mal kurz gucken, wenn ich hier jetzt irgendwo, da vorne ist ein Telefon, ich sehe es. Wenn wir da jetzt telefonieren können, dann haben wir das Kartell wirklich und wenn nicht, dann... Ne. Nee. Aber, da ist wieder... Was ist los? Brauchst du Hilfe oder so? A lo mejor.
Ich sag das nicht gern, aber ich brauche deine Hilfe. Eine andere Frau hat mich betrogen und sie muss entsorgt werden. ¿Qué le parece? Ich bin dabei. Wie sieht der Job aus? Seit ich verheiratet bin, droht mi Mama, dass sie uns enterbt. Wenn sie natürlich un accidente hätte. Bevor sie ihr Testament ändern kann, müsste ich nicht auf mein Erbe verzichten. Por favor, ich revanchiere mich auch irgendwie bei dir. Unmöglich, Baby. Heul dich bei einem anderen aus. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Ich revanchiere mich auch. Ich wollte eigentlich annehmen. Ja. Auftragsmordgefälligkeit. Aber mal ganz ehrlich, wie eklig das ist, seine eigene Mutter umbringen zu lassen. Naja. Jedem das seine. Was? Versteck für Granados Capo. Ja, nee, den Molotow-Cocktail will ich ihm gar nicht servieren gerade. Ein Mann auf den Mond? Zieht Leine, Leute! Wer hat angefangen? Ah, Molotows haben wir sogar. Okay, okay, okay. Wir könnten den Capo also eigentlich ausschalten. Zeigt mal, wollen wir das mal machen? Das hätte natürlich was, wenn wir den Capo jetzt schon ausschalten würden. Aber... Jetzt kannst du dich austoben. Sekunde, ich hab's gleich. Machen, er kommt! War wohl doch nichts. Ach nee, der ist da oben drauf. Hier drüben! Du voraus, Boss. Komm, hast den Draht. Ach, er hat ihn doch offen gemacht. Ja, okay. Ich dachte, der wäre hier auf der Seite. Dann hätten wir den Capo schon mal ausschalten können. Aber das machen wir später. Wir holen uns jetzt erstmal die nächste Gefälligkeit, dass wir die gemachten Männer ausschalten können. Wenn wir so 4-5 haben, insgesamt, dann können wir langsam anfangen, diese Mannequin auszuschalten. Weil dann wird hinter der Anwesenheitssturm deutlich einfacher. Deutlich. Ich habe unter seinem Bett Fotos einer anderen Frau gefunden. Tja, Pech. Ruf später an. Ich muss jetzt schon jemanden ausschalten. Meine Herren, versteckt die Alte sich. Ich schätze mal, die ist hier irgendwie in dem Café oder sowas. Dann. So. Die Alte hat den Schuss überlebt. Er hat eine Waffe! Ich brauche Hilfe! Du hättest abhauen sollen, als du die Chance dazu hattest! Vayan por detrás! Steckt halt hinein! Hallo, kann ich dich nicht töten? Keine Bewegung, Kohler! Deckung! Willst du sehen, was hinter Tor Nummer 1 ist? Ich kann es für dich aufmachen. 2 Saves. Adios, mach Kumpel. Auf. Mach auf, ey, yo. Hier kann man richtig was abholen. Abräumen. Der Zeuge geht mir gerade auf den Sack. Sie haben nichts gesehen. Nehmen Sie das, drehen Sie sich um und halten Sie den Mund. Okay? Okay, wir sind im Geschäft. Gib mir das Geld. Sauber. Du siehst aus wie der, der mir schon mal einen Mordauftrag gegeben oder eine Sachbeschädigung hier gesagt hat. 2,5 und hier auch nochmal. Ich meine, Geld ist Geld. Sowas lässt man nicht liegen. Nur noch ein Zylinder. Ich hab's gleich. Wir werden angegriffen. Verteidigen. Dort schicken wir... Wisst ihr was? Jetzt darf er sich hier mal... Noch nicht. Bewacht San Nico. Ja, okay. Bewacht ebenfalls. So, nee, dann darfst du das machen. Ich brauch den anderen. So. Ein Kinderspiel, Dominik. Wir ziehen später durch die Klopfe. Ich mach den Safe für dich auf.
Halt, wartet mal. Ich bin ein bisschen übervorsichtig. Komm. Er darf sich auch beweisen. Ich schicke ihn da ebenfalls hin. Und jetzt habe ich keinen Ingenieur. Wie traurig. Egal, die sind hier oben, die Säcke. Ich weiß, dass sie da sind. Da geht der Erste. Und die haben doch hier 100 pro noch mehr. Siehst du den? Ich halt das nicht aus. Ich bin verletzt. Den Ersten habe ich. Na, wen haben wir denn da? Ja, verstecken tut er sich. Steck das Ding weg, Mann. Du gehst. Okay. Also, ich treffe mich noch. Wir sehen uns. So, und jetzt reden wir mit dem Mannequin mal da oben. Bevor jetzt hier die anderen Leute auftauchen. Oh, Sie wollen über das Geschäft reden? Okay. Spucken Sie es aus. Niemand macht in dieser Stadt Geschäfte, ohne mich zu beteiligen. Ist das klar? Niemals. Ich habe dieses Geschäft seit 10 Jahren. Ich ziehe mich nicht zurück. Warte! Schlag mich nicht! Hören Sie auf! Oh-oh. Oh Gott! Wir teilen uns! Nicht! Nicht schießen! Das kann alles nicht sein. Doch. Kollege, auch zu dir sage ich das. Ich habe viel Zeit. Mit dem Ding dazu bedrohen. Nein. Okay, ich gebe Ihnen das Geld. Ist da jemand? Doch nichts. Der da hat das Sagen. So. Bitte. Halt mich noch einmal hin und das Letzte, was du siehst, ist mein Fuß in deiner Scheißfresse. Okay, das Geschäft gehört Ihnen. Wie aggro der Kerl ist. Aber vermasseln Sie es nicht. Da gehen Sie dahin. Die Säcke haben keinen Schutz mehr. Seht ihr, sie haben keine, wie heißt das? Sie haben keine, ne, 14 reichen. Sie haben keine kugelsicheren Westen mehr. Ja, und das heißt, ich glaube, das ist genau das Kartell, was ich mir jetzt hole. Wir warten erstmal ein bisschen, wir speichern. Ah, halt, da vorne ist noch Munition. Aha, ist schon voll. Gut, dann speichern wir nochmal. Zack, und weiter geht's. Ich glaube, dann holen wir uns jetzt noch die nächsten. Ich will die kugelsicheren Westen haben, dann geht's uns ein bisschen besser. Da vorne ist das nächste. Kugelsichere Westen, dann holen wir uns das jetzt. Jetzt habe ich Blut geleckt. Jetzt will ich... So... Oh, wir sind gerade an ein paar Bräuten vorbeigefahren, Boss. Okay, die Bar haben wir auch vernünftig verteilt.